Herzlich willkommen, begrüße Sie zu unserem Kolloquium, zur ersten Sitzung in diesem neuen Jahr. Im Rahmen unseres Themas Subjekt, Macht, Bildung, Erziehung, sozial-theoretische Perspektiven in der allgemeinen Erziehungswissenschaft begrüße ich Sie ganz herzlich und ganz besonders Herrn Benner, den wir heute Abend zu Gast haben. Er wird uns hier einen Vortrag halten zum Thema über drei Kausalitäten in Erziehungs- und Bildungsprozessen und die Wissensformen eines wissenschaftspropedeutischen Unterrichts. Ich werde ganz kurz Herrn Benner vorstellen, obwohl das eigentlich hier Eulen nach Athen tragen wäre. Aber ich tue es jetzt trotzdem in ganz kurzen Strichen. Herr Benner hat studiert und promoviert dann in Bonn und in Wien, hat sich dann in Bonn bei Derbolaf habilitiert und hatte, soweit ich das rekonstruieren konnte, seine erste Vertretungsprofessur in Freiburg, und zwar als Vertreter von Eugen Fink. Danach ist er an die Universität Münster gewechselt und dann einige Jahre später allerdings nach Berlin, hier an die Humboldt-Universität, und hier war er dann auch Gründungsdekan der damaligen Fakultät 4. Hieß die damals schon Philosophische Fakultät 4? Nee, die hieß anders. Die hieß Fakultät für Erziehungswissenschaften. Naja, und danach waren Sie dann aber auch Dekan an der Philosophischen Fakultät 4. Heute heißt die Fakultät ja anders. Ja, Herr Benner ist uns allen wohl bekannt, und zwar jetzt nicht nur hier persönlich aus Berlin, sondern auch durch seine Schriften. Ich erinnere an die Allgemeine Pädagogik, mittlerweile Standardwerk, schon seit längerer Zeit in der, ich glaube, 8. Auflage mittlerweile erschienen. Er hat auch gearbeitet zur Geschichte der Pädagogik, hat Schriften zu Humboldt und zu Herder vorgelegt, aber auch eben eine Geschichte der Pädagogik. Er hat Schriften vorgelegt zum Verhältnis von Bildungstheorie und Bildungsforschung, zur Frage und zur Kritik der Kompetenz und der Kompetenztheorien. Er arbeitet im Bereich der religiösen Bildung und der Ethik, auch jetzt in einem großen internationalen Projekt im Rahmen der Kompetenzmessung von ethischen Kompetenzen, Urteils- und Reflexionskompetenzen. Und er arbeitet, und damit kommen wir jetzt in den Bereich des Vortrages heute Abend, momentan an einem Buch zur Wissenschaftsdidaktik, Titel Umriss einer allgemeinen Wissenschaftsdidaktik. In diesem Zusammenhang sind also jetzt seine Ausführungen heute Abend zu den drei Kausalitäten und zur Wissenschaftspropedeutik zu verstehen. Ich freue mich sehr auf den Vortrag und freue mich auch sehr, dass Sie hier sind. Herr Benner, bitteschön. Ja, lieber Herr Brinkmann, sehr geehrte Damen und Herren, auch für mich ist das eine Freude, hier im Forschungskolloquium der Abteilung Allgemeine Erziehungswissenschaft sprechen zu dürfen. Und Herr Brinkmann hat es schon gesagt, ich werde ein paar Thesen zu drei Kausalitäten in Erziehungs- und Bildungsprozessen vortragen. Die erscheinen in 1, 2, 3 Wochen im Heft 1 der Zeitschrift für Pädagogik des neuen Jahres. Und wir werden ja anschließend zwei Auszüge aus Texten von Theodor Litt diskutieren. Nicht hagiografisch, um Litt zuzustimmen, aber, sondern so meine Intention, um zu prüfen, ob seine Trias von Subjekt, Objekt, Methode pluralisierbar ist, auch auf andere Ansätze, zum Beispiel auch auf die Phänologie. Weil das ist, wäre meine These, die phänologische Betrachtungsweise formiert das Subjekt und den Gegenstand. Aber in ganz anderer Weise, als Litt das beschreibt. Und die Hoffnung ist, dass die drei Kausalitäten, die ich vorstellen werde, hilfreich sein mögen, um den Dual von Natur- und Geisteswissenschaften bei Litt zu überwinden. Aber umgekehrt habe ich auch die Hoffnung, dass die Trias von Subjekt, Methode, Objekt von Litt hilfreich
sein möge, um die Pluralisierung der Wissenschaften ein Stück weit weiterzubringen. Damit bin ich eigentlich schon bei dem Kontext, in dem der Vortrag steht. Herr Brinkmann hat das schon angesprochen. Ich arbeite gerade an einer Wissenschaftsdidaktik, einem Umriss einer allgemeinen Wissenschaftsdidaktik. Die wird aus 6 Kapiteln bestehen. Das erste Kapitel sind Meisterlektionen. Das haben Peng Tao und ich im Oktober an der East China Normal Universität haben wir 8 Meisterlektionen vorgetragen. Das sind Beispiele für erziehungsphilosophisch, grundlagentheoretisch beschriebene Lehr-Lern-Prozesse. Das zweite Kapitel baut darauf auf und nimmt grundlagentheoretische Unterscheidungen vor. Das dritte Kapitel wird Paradigmen wissenschaftlichen Urteilens und Denkens vorstellen, nämlich erstens die sokratische Aporetik, dann die teleologische Wissensform des Aristoteles, die scientifisch-induktive von Bacon, dann die hypothetisch-deduktive von Newton und Popper, dann die historisch-hermeneutische, dann die phänomenologische, dann die ideologiekritische, das, was man kritische Theorie nennt, und dann die voraussetzungskritische, das ist eine Form von Kantscher Reflexivität, und zum Schluss eine pragmatische, die überlegt, wie diese Kritikformen, Wissensformen in ein Gespräch miteinander gebracht werden können. Das ist das dritte Kapitel. Das vierte hat dann ausgewählte Positionen zur Wissenschaftsdidaktik in der deutschen Pädagogik des 20. Jahrhunderts. Da werde ich mit Erich Weniger und Klafki beginnen. Dann kommt der Litt und mein akademischer Lehrer Derbeloff. Dann kommt ein Exkurs zu Plankert, zu Hentig, zu Eugen Fink. Und am Schluss steht dann Brange mit der Konzeption des Zeigens, die ich aber um eine Konzeption des Fragens und Antwortens ergänze. Das bloße Zeigen ist zu wenig. Ja, und dann kommt ein fünfter Teil, der will zeigen, wie wissenschaftsdidaktische Unterrichtsforschungs- und Bildungsforschungsfragestellungen so ineinander greifen, dass die wissenschaftsdidaktischen Experimente zu einem Unterricht führen können, dessen Erforschung klärt, inwieweit bestimmte unterrichtliche Verfahren das Erreichen bestimmter Bildungsstandards wahrscheinlicher machen oder verbessern. Umgekehrt aber werden die Bildungsstandards nicht so wie in Pisa bestimmt, sondern anspruchsvoller, durch anspruchsvollere Items modelliert. Und dann kommt ein kleiner Ausblick, das sind Beispiele aus dem Mathematikunterricht, dem Physikunterricht, Biologieunterricht, dem Ethikunterricht, dem Politikunterricht und dem Pädagogikunterricht. Die lösen nicht das alles ein, aber jedes Beispiel zeigt an einem Fall, wie bedeutsam das sein kann. Und das Physikbeispiel, das wird Sie vielleicht besonders interessieren, zeigt, dass die große Erzählung macht, den Wagenschein sei ein phänomenologischer Unterrichtsforscher gewesen, falsch ist. Und dass man mit Wagenschein keinen Physikunterricht machen kann. Damit ist auch geklärt, warum der Einzige, der das mit Wagenschein gekonnt hat, Wagenschein selbst war. Allen anderen ist das, was Wagenschein gelungen ist, misslungen. So, und in diesem Aufbau ist das, was ich Ihnen heute zur Diskussion stelle, so ein wichtiges Scharnier. Nämlich es ist das Scharnier im zweiten Teil, grundlagentheoretische Unterscheidungen. Und ich rede über 5 Unterscheidungen. Erstens Erziehung, Bildung, zweitens Lehren, Lernen, drittens positive und negative Erfahrung, viertens Bildung und Kompetenz und fünftens 3 Kausalitäten. Aber die 3 Kausalitäten stehen im Vordergrund, das andere spielt mit. Wenn ich das ganz ausführen würde, würden wir mit der Zeit nicht hinkommen. Ja, meine These ist, wer diese 5 Unterscheidungen nicht macht,
bewegt sich nicht im Feld einer anspruchsvoll argumentierenden, reflektierenden und forschenden Erziehungswissenschaft. Also das ist der Anspruch der Überlegungen. Wenn man hinter sie zurückfällt, kann man nicht beanspruchen, eine kritische Erziehungswissenschaft zu betreiben. Da gibt es schon gleich bei der ersten Unterscheidung der von Erziehung und Bildung große Probleme. Viele allgemeine Pädagogen, fast die gesamte Kommission Bildungs- und Erziehungsphilosophie, gehen vom Bildungsbegriff aus und vernachlässigen den Erziehungsbegriff. Das lässt sich auch ein bisschen prominente Literaturen zeigen. Ich nenne mal unter den philosophischen Literaturen Günter Buck, Lernen und Erfahrung, Lehren und Erziehen, kommt nicht vor. Es ist konzentriert auf Lernen und Erfahrung und es ist bildungstheoretisch ausgerichtet. Es ist eine Mischung aus Hermeneutik und Phänomenologie ein bisschen, aber die große Linie ist, Buck definiert anspruchsvolle Bildungsprozesse nach einem Erfahren und sich Bilden jenseits der Erziehung. Und er untersucht überhaupt nicht Bildungsprozesse, die edukativ abhängig sind. Von daher ist diese erste Unterscheidung von Erziehung und Bildung grundlegend und aus ihr entwickle ich jetzt die anderen. In dem Aufsätzchen, was in Erscheinung begriffen ist, steht als These 1 mit den Begriffen Erziehung und Bildung, lassen sich Sachverhalte genauer fassen, die zwar aufeinander verweisen, nicht aber identisch sind. Im Zentrum des Begriffs Erziehung steht das Handeln und Wirken natürlicher oder professioneller Erzieher und Lehrer. Im Zentrum des Begriffs Bildung stehen Wechselwirkungen von Mensch und Welt, in denen sich beide, der Weltinhalte aneignete Mensch und die von ihm lernend angeeignete Welt, verändern. Der erste, der so zwischen Erziehung und Bildung, aber noch gar nicht für die Pädagogik, sondern für die Paideia unterschieden hat, war Platon. Im Höhlengleichnis gibt es diese Stelle, wo er sagt, die Paideia sei die Kunst der Umlenkung des Blicks. Und jetzt können wir sofort differenzieren, können sagen, die Paideia ist die im Höhlengleichnis nicht gezeigte Kunst des Sokrates, andere in der Wendung eines Blicks zu unterstützen. Das, was diese Kunst ist, misslingt im Höhlengleichnis. Also das ist die edukative Kunst, eines, der sie beherrscht. Zweitens, das wäre die edukative Seite der Kunst der Umlenkung des Blicks. Die wird im Höhlengleichnis nicht gezeigt, das scheitert, wie gesagt. Die zweite ist, die Kunst, den Blick selbst wenden zu können. Die wird auch nicht gezeigt im Höhlengleichnis, aber in dem Begriff Kunst der Umlenkung des Blicks, die Kunst, andere zur Umlenkung ihres Blicks zu veranlassen, das wird im Höhlengleichnis postuliert, aber es gelingt noch nicht. Das ist der zweite Begriff. Und der dritte Begriff ist der, die beiden müssen zusammenwirken. Wenn nur der eine das kann, der andere nicht, gelingt es nicht. Im Höhlengleichnis kann das keiner. Das ist ja auch nicht der Sokrates, der in die Höhle zurückkehrt, sondern der hätte es gekonnt bei Platon. Aber der kommt da leider nicht vor. So, diese Kunst der Umlenkung, die edukative Kunst der Umlenkung des Blicks, ist nicht reziprok. Darum alle Anerkennungstheorien, die diese Differenz nicht reflektieren, sind keine pädagogischen Anerkennungstheorien. Die Kunst der Umlenkung des Blicks ist nicht reziprok. Es ist die Aufgabe des Pädagogen, nicht die Aufgabe des Schülers oder Edukanten. Aber die Kunst besteht tatsächlich darin, den Blick eines anderen zur Umlenkung zu stimmen, so dass der andere ihn auch umlenken kann. Und von daher kann man sagen, edukative Prozesse sind immer auf bildende Prozesse gerichtet, aber sie verursachen sie nicht. Sie ermöglichen sie, aber sie verursachen sie nicht direkt intentional.
Beispiel, das Kleinkind übernimmt die Sprache seiner Umgebung nicht von den Bezugspersonen. Es ahmt nicht Vater und Mutter nach im Sprechen, sondern es lernt diese Sprache an einer historischen Sprache, mit der es konfrontiert wird. Darum dürfen wir auch nicht in der Kindersprache mit Kindern reden, das geht schief. Man muss mit dem Kind in der Erwachsenen, also in einer gemäßigten Erwachsenensprache reden, damit das Kind sich in diese Sprache hineinversetzt. Dann kann es gelingen. Die Muttersprache, wenn sie erlernt ist, ist dann die Voraussetzung für die Schriftsprache. Die wird aber schon anders gelernt. Und die Schriftsprache ist die Voraussetzung für die Fremdsprache. Und die wird wieder anders gelernt. Und so können wir sagen, die Erziehungsthematik ist primär eine solche für pädagogische Akteure, nicht für die Lernenden selbst. In der Regel müssen Lernende nicht fragen, wie man erzieht. Das müssen sie am Ende der Erziehung. Da müssen sie ihre Erziehung erinnern, aufarbeiten. Aber zu Beginn nicht. Geht an pädagogische Akteure. Die Bildungsthematik dagegen ist eine in pädagogischen Kontexten für Heranwachsende, die sich in Sachverhalte hineinvertiefen und dabei sich selbst so ändern, dass auch die Welt sich für sie ändert. Legt man das auf den Unterricht nun aus, so kommt eine zweite Unterscheidung ins Spiel, nämlich die Unterscheidung von Lehren und Lernen. Wiederhole das nochmal. Alle, die über Lernen schreiben und nicht über ein durch Lehrakte mit angeregtes Lernen, reden nicht über Unterricht. Das Lernen vor der Erziehung, zum Teil während der Erziehung, nach der Erziehung, ist nicht das unterrichtliche Lernen. Das unterrichtliche Lernen ist ein edukativ veranlasstes, durch Lehren, durch Unterrichten veranlasstes. Die ganzen griechischen Begriffe, die mit Didaktik anfangen, haben immer Unterricht im Zentrum. Und wenn da vom Unterrichteten die Rede ist, dann heißt das unterrichtet werden. Das heißt nicht lernen. Mantanein als Lernen ist was vollständig anderes als Lernen im Unterricht. Rousseau sagt, Tiere lernen auch viel, aber die werden nicht unterrichtet. Aber unter den Bedingungen von Lehren, Lernen, das ist das Thema unserer Disziplin. Und damit das gelingt, muss ein Lehrer bestimmte Inhalte den Lernenden erst einmal zugänglich und fragwürdig machen. Und die Schüler lernen es nicht vom Lehrer. Dann müsste er ihnen ja die Antworten vorsagen. Das ist verboten im Unterricht, die Antworten vorzusagen. Der Lehrer lockt aber Antworten bei den Schülern hervor, aber die beantworten ihre Auseinandersetzung mit einer Sache. Die beantworten nicht, was sie vom Lehrer gehört haben, sondern der Lehrer veranlasst eine Vertiefung in eine Sache, fragt und der Schüler antwortet aus seiner Auseinandersetzung mit der Sache. So lernen Schüler am Spalt von Wissen und Nichtwissen, können und nicht können, immer an solchen Spalterfahrungen. Und der Lehrer fordert lehrend dazu auf, an diesem Spalt sich zu konzentrieren. Und so kann man sagen, dass Schüler- und Weltinhalt vor und nach dem Schriftspracherwerb, vor und nach dem Zehnersprung, vor und nach der Versenkung in das, was passiert, wenn wir an einem Lichtschalter knipsen, also vor und nach der Befassung mit der Elektrizitätslehre, oder vor und nach der Auseinandersetzung mit dem Wohnort, an dem man lebt und seiner Geschichte, nicht dieselben sind und nicht in derselben Welt leben. Nach solchem Unterricht können sie sich in einer lebensweltlichen, einer historischen, einer scientifischen, einer technischen Welt unterscheiden und über sie in verschiedenen Sprachspielen kommunizieren. Die klassische Rede vom pädagogischen Dreieck verstellt diesen Zusammenhang. Ich zeichne es hier mal auf mit Erzieher, Zögling, Sache. Da sagt man, das sind drei Pole, die wechselseitig aufeinander verweisen. Dann kann man ganz viele Pfeile einzeichnen, aber die Zeichnung führt in die Irre.
weil sie unterstellt einen ganzheitlichen Zusammenhang, der die drei Pole verbindet. Dem ist aber nicht so. Denn Sache bedeutet für den Lehrer oder Erzieher was ganz anderes als für den Zögling. Auch Zögling bedeutet für den Zögling was ganz anderes als für den Lehrer. Und ich habe mal mit meinem Freund Schmid Kovacic das pädagogische Dreieck transformiert in eine Wechselwirkung von Zögling und Sache. Das kann man auch Bildung nennen. Und in eine Einwirkung, das kann man dann Erziehung nennen, und das hier Bildung, eines Lehrers auf diese Wechselwirkung. Da haben Sie jetzt den Unterschied von Erziehung und Bildung. Das ist viel klärender als dieses unformatierte, gestalthafte, aber sinnleere und falsche Folgerungen nahelegende Dreieck. Jetzt komme ich zu der These, die drei Kausalitäten unterscheidet. Aus der Unterscheidung von Erziehung und Bildung und der auf den Unterricht bezogenen Unterscheidung von Lehren und Lernen folgt, dass an pädagogischen Prozessen immer drei Arten von Kausalität beteiligt sind. Erstens eine edukative Kausalität. Das ist die, die von oben ausgeht. Die arbeitet mit Frage- und Zeigeoperationen. Der Lehrer fragt nicht nur, er zeigt auch was, aber er zeigt nicht nur was, sondern er fragt auch zu dem Gezeigten. Dieser Zusammenhang von Fragen und Zeigen ist bei Pranger etwas unterbelichtet. Wenn man ihn aber belichtet, dann kommt sofort die Frage, ja, was heißt dann Antworten auf der Seite des Schülers? Also erstens eine edukative Kausalität, zweitens eine bildende Kausalität. Da vertieft sich jemand in etwas, das ihm ein Stück weit fremd ist. Und drittens eine methodisch ausgewiesene Kausalität. Diese beiden Kausalitäten müssen in ein Wechselspiel treten. Und wenn der eine nur edukative Impulse gibt und der andere tritt nicht in bildende Wechselwirkungen, haben wir keinen Unterricht. Und wenn der andere in bildende Wechselwirkungen tritt, aber auf die edukativen Impulse keinen Rücksicht nimmt, haben wir auch keinen Unterricht. Wenn aber beides geschieht, muss es zwischen den beiden noch eine Verbindung geben. Und meine These ist, das Besondere dieser Verbindung ist eine bestimmte methodische Struktur. Bei allem Unterricht immer eine methodische Struktur. Beim Wissenschaftsprobedeutschen eine andere als beim Unterricht auf der Stufe der Kunden, aber immer ist es eine methodische Struktur. Einen wichtigen Hinweis zu dieser methodischen Struktur hat Andrea Inglisch an John Dewey aufgezeigt, und zwar an dem Phänomen der unterbrochenen Erfahrungen, dem Dewey eine besondere Aufmerksamkeit widmet, und ich kann an diesem Phänomen sofort die drei Kausalitäten beschreiben. Die unterbrochene Erfahrung wird edukativ herbeigeführt. Der Lehrer sorgt dafür, dass die Erfahrungskontinuität des Schülers bricht, dass er irgendetwas wahrnimmt, auf etwas merkt, das Diskontinuität in die Kontinuität bringt. Zweitens, diese Diskontinuität muss der Schüler erfahren. Das ist schon die zweite Kausalität. Und die dritte, die Unterbrechung, die edukative und die Diskontinuität, mit der der Schüler sich auseinandersetzt, die müssen in einen Prozess treten, in dem die edukative überflüssig wird. Es muss eine dritte Kausalität anstelle der edukativen wirksam werden. Also haben wir im Phänomen der unterbrochenen Erfahrung alles drei, und wie wir denken, beschreibt Dewey sehr schön: Unterbrochene Erfahrungen führen dazu, dass der Schüler das Urteil aufschiebt. Er soll nicht so urteilen und denken wie bisher. Die Unterbrechung soll ihn davon abhalten, so wie bisher zu urteilen. Dewey sagt, die Natur des Problems muss er erkennen, bevor er nach der Lösung sucht.
Also das nennt er Irritation, Unterbrechung von Kontinuität. Die wird edukativ verursacht und setzt eine bildende Auseinandersetzung in Gang und sie muss dann methodisch aufgelöst werden. Und das schwierigste Problem in diesem Zusammenhang nennt Dewey herauszufinden, wie viel der Lehrer sagen und zeigen soll. Das ist ja interessant. Sagen und zeigen. Da ist auch Fragen und Zeigen dabei. Und damit komme ich schon zur dritten These. Vom Unterricht sprechen wir erst dann, wenn edukative Kausalitäten, bildende Kausalitäten freisetzen und dann in diesen wird Erfahrung und Umgang unterbrochen und dadurch erweitert. Und das Ganze muss eine Finalität haben, dass Heranwachsende diese Erfahrungs- und Umgangsunterbrechung und Erweiterung auch ohne edukative Unterstützung dann selbst vollziehen können. Und für den Unterricht bedeutet dies, dass er dreierlei vermitteln muss. Erstens Grundkenntnisse, die über die Erfahrungskontinuität hinausführen. Zweitens eine fachliche Urteilsfähigkeit, wie ich Unterbrechungen beurteile und weiterlerne, auch umlerne. Und drittens, ich muss mit dem Gelernten partizipieren können. Ich lerne nicht für den Unterricht. Ich lerne für den Austausch und die Verständigung über Sachen. Also ein erziehender und bildender Unterricht wird in jedem Fach drei Kompetenzen entwickeln helfen müssen, nämlich Grundkenntnisse, fachliches Urteilen und mit fachlichem Urteil an Diskursen partizipieren. Da verspreche ich mir auch ein bisschen was von Litt, weil da hat er zugearbeitet. Ja, Dinge, die nur so und anders überhaupt nicht gelernt werden können, sind seit alters her die Schriftsprache. Damit fängt das an. Die Schrift lerne ich nur so. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, Schrift zu lernen. Es gibt Kinder, die Schrift mit wenig Hilfe lernen. Ich habe so ein Kind beobachtet, das hat mit 3 Jahren alle Autokennzeichen. Nein, nicht die Kennzeichen, die Abkürzung VW, dass das Volkswagen heißt, BMW und so, konnte es lesen. Und das hat sich von da dann ein Stück weit auch die Schrift übend beigebracht. Aber der erste Anfang war unterrichtlich. Es mussten die Buchstaben gelernt werden. Die lerne ich nicht, indem mein Vater ein VW fährt. Also die Schriftsprache wird so gelernt, die Anfangsgründe von Algebra werden so gelernt, die Geometrie wird so gelernt und später die Fremdsprachen, wenn ich sie in meiner Heimat lerne. Wenn ich sie im Ausland lerne, lerne ich sie wie eine zweite Muttersprache, eine ähnliche Sprache. Aber wenn ich in Deutschland eine fremde Sprache lerne, dann brauche ich einen Lehrer, dann brauche ich die drei Kausalitäten. Viel mehr ist früher so nicht gelernt worden. Aber dann kamen die rechnenden Naturwissenschaften dazu. Die lassen sich nur so lernen. Und in modernen Gesellschaften kam dann die nicht erinnerte Geschichte dazu. In modernen Gesellschaften erinnert sich die Geschichte nicht von selbst. Die Berliner Mauer können Sie in Berlin nicht mehr erinnern. Da müssen Sie entweder in die musealen Orte gehen, wo Sie künstlich erinnert werden, oder in irgendwas Unterrichtsähnliches. Und seitdem wir Migration haben, und Aufeinanderstoßen unterschiedlicher Ethiken sind als letzte Neuankömmlinge im Curriculum auch die Ethik angekommen. Die Ethik ist im Curriculum angekommen, weil die Verständigung zwischen verschiedenen Moralen im Leben nicht gelingt von selbst. Ähnlich ist es mit der Religion. Die Funktion des heutigen Religionsunterrichts ist ja nicht mehr die im Kaiserreich, sondern die Kirchen können die Religion selbst nicht mehr aus eigener Kraft tradieren. Darum muss sie künstlich tradiert werden und dazu gehört, seit wir Demokratien haben, auch die Politik. Also die Grundlage der Verfassung, die muss künstlich vermittelt werden. Man lernt sie nicht beim Fernsehen. Für diese Bereiche gilt nun etwas, was Sie vom
Lernen ohne edukative Unterstützung unterscheidet. In Lernen mit drei Kausalitäten geht die Einheit verloren, die im Lernen ohne edukative Kausalität gegeben war. Da lernte man immer etwas. Man konnte das etwas und man kommunizierte mit dem Können in der Gesellschaft. Diese Einheit haben wir nicht mehr. Und darum sind die drei Kompetenzen, Grundkenntnisse, Urteilen und Partizipieren, die sorgen erst dafür, dass das künstlich Gelernte auch in den gesellschaftlichen Kontext wirksam wird und eintritt. Wenn das Kind laufen lernt, erschließt sich ihm die Welt ohne Lauflehrer. Es gibt auch für die Muttersprache keinen Sprachlehrer. Für die Schriftsprache ist es anders, für die anderen Fächer auch. Und von daher war es ein schwerer Fehler, als PISA um 2000 anfing, die Sprachkompetenz auf Lesekompetenz zu reduzieren. Denn da hat man an der kompetenten Art, lesen zu können, messen wollen, wie weit Unterricht gute Wirkungen entfaltet hat. Aber die Basis der Lesekompetenz, nämlich die Kenntnis der Regeln der Orthographie, wurde gar nicht geprüft. Man wollte die Lesekompetenz über verschiedene Nationen hinweg messen, mit unterschiedlichen Schreibsystemen, Grammatiken, Schrifttypen. Das konnte man messen. Das hat man auch gemessen. Man hat auch richtige Vergleiche gemacht. Nur sie sind didaktisch wertlos, weil man die Orthographiekenntnisse nicht gemessen hat. Nämlich, was die Erfinder der Schrift geleistet haben, als sie den Hauch und die Artikulation der Sprache mit unserem eigenen Kehlkopf in Schriftzeichen übersetzt haben. Das muss das Kind lernen. Es muss die leibliche Erfahrung der Hervorbringung der Laute, die die Schrift bezeichnet, regelförmig, methodisch erlernen. Wenn ich nur Schreibkompetenz, Lesekompetenz messe, messe ich dies nicht. Aber ich muss nicht nur das, sondern ich muss auch die rhetorische Fähigkeit entwickeln, mit schriftlichen Notizen jemand anderem etwas zu erzählen und zu berichten. Das heißt, ich muss, also zur Sprachkompetenz gehört, die rhetorische Gliederung eines Gedankenganges, sodass er für einen anderen interessant und verständlich wird. All das geht über Lesekompetenz hinaus, aber ist in Lesekompetenz wirksam? Ein Leser, der das kann, der liest ja ganz anders. Der liest ja so, dass er andere versteht. Wer das aber nicht kann, wer die rhetorische Kompetenz nicht hat, der liest auch anders. Der liest so, wie wir Griechisch gelesen haben, als wir die Buchstaben konnten. Konnten wir jeden fremden griechischen Text lesen, aber verstanden hat man nichts. Man hat völlig sinnlos gelesen. Ja. Von daher denke ich, kann man mit bildungstheoretisch anspruchsvollem Design die Items, mit denen empirische Bildungsforschung testet, wesentlich optimieren. Und wenn man diese optimiert, dann rechnet die empirische Bildungsforschung auch viel anspruchsvoller. Sie gibt dann auch Antworten auf viel bessere Fragen. Und diese Antworten sind dann wirksam auch für die Optimierung von Unterricht. Und die Optimierung von Unterricht ist dann vielleicht wirksam, dass Schüler höhere Kompetenzstufen erreichen. Das ist mein Traum von der Verknüpfung von philosophischer und grundlagentheoretischer Didaktik, Unterrichtsimpulsen, Unterrichtsforschung, empirischer Bildungsforschung. Ich glaube, wir sind so weit in den Möglichkeiten und Spielräumen heute, wie wir noch nie waren, weil man früher nämlich gar keine empirische Bildungsforschung hatte, die mit anspruchsvollen Items interessante Anspruchsniveaus, die unterrichtsabhängig und domänenbezogen sind, entwickeln kann. Ja, nur leider redet die empirische Bildungsforschung nicht vom Lehren und Lernen, sondern sie hat da so angeboten Nutzungsmodelle. Helmke, ne, der Lehrer bietet es an und der Schüler nutzt. Das ist keine Beschreibung der drei Kausalitäten. Das ist kein Zusammenhang von Lehren und Lernen. Der Lehrer ist nicht Anbieter, der Schüler nutzt nicht das Angebot des Lehrers. Haben wir ja eben unterschieden, edukative und bildende Kausalität. Und das Angebot-Nutzen-Modell war ursprünglich auch was ganz anderes bei Fendt. Fendt hat die Gesamtschüler verglichen mit den Gymnasiasten in den 80er Jahren, hat herausgefunden, Gymnasien fördern viel besser.
Und dann hat er gemessen die Unterrichtszeit. Wie viel Unterrichtszeit gibt es in einem Gymnasium? Wie viel Unterrichtszeit in einer Gesamtschule? Und da kam raus, Gymnasium hat viel mehr Unterrichtszeit, hat in 45 Minuten viel mehr Unterrichtszeit. Das war Angebot von 45 Minuten und wie viel Nutzung? Heute steht in der Berlin, im Tagesspiegel, dass die Berliner Schüler wenig Unterricht haben. Ja, in der Tat. Wenn man wüsste, wie wenig Unterricht in Berliner Schulen stattfindet im Vergleich zu München, und wenn man noch die Hintergrundvariablen hätte, die Berliner Schüler haben und Münchner Schüler, dann hätte man einen Großteil der Differenzen in den PISA-Tests erklärt. Nur, unsere Bundeslehrer geben dem IQB nicht die Informationen. Das IQB weiß nicht, wie viel Unterricht ausfällt. Es weiß es nicht. Es kennt die Hintergrundvariablen der Klassen nicht. Und da tut mir so ein Institut wie das IQB leid, weil das muss, Frau Stannert muss da Daten interpretieren, von denen sie genau weiß, sie könnte sie nur interpretieren, wenn sie Unterrichtsauswahl und Hintergrunddaten hat. Die werden aber verheimlich gehalten, sonst würde nämlich nicht in der Zeitung stehen, in Berlin sind die Schüler mit Bremen oder was weiß ich wo auf Level sowieso ein halbes Jahr zurück nach 2-3 Jahren, sonst würde stehen, in Berlin hat 30% weniger Unterricht stattgefunden. Da wäre klar, wer dafür verantwortlich ist. Das wird aber nicht gezeigt. Ich komme damit zu einer vorletzten These. Ich habe drei Triaden aufgestellt, drei Kausalitäten, edukativ, bildend, Wechselwirkung dazwischen, methodisch wechselwirkend. Zweitens, Grundkenntnisse, Urteilskompetenz, Partizipations- und Handlungskompetenz. Und drittens, es gibt drei Aufgabentypen, die getrennt und anschlussfähig gemacht werden müssen, nämlich didaktische Aufgaben, Testaufgaben und Prüfaufgaben. Die didaktischen Aufgaben, das war ein Schwerpunktfeld der bildungstheoretischen Didaktik. Der ganze Klafki ist bemüht, anspruchsvolle didaktische Aufgaben zu konstruieren. Ob der Unterricht evaluativ die Ziele erreicht hat, bildungstheoretische Didaktik, nie interessiert. Heute haben wir eine empirische Bildungsforschung, die interessiert, was der Unterricht bewirkt. Aber bildungstheoretische Aufgaben interessieren die gar nicht. Die haben psychologische Literacy-Modelle. Aber einer bildungstheoretischen Schärfung der Testaufgaben sind die empirischen Bildungsforscher alleine nicht tätig. Das weisen Sie den Fachdidaktikern zu. Und viele Fachdidaktiker haben nur einen Begriff von Lernen und keinen von Lehren. Also können die das auch nicht. Es kommt darauf an, die didaktische Aufgaben testbar zu machen und die Testaufgaben an didaktische anschlussfähig zu machen. Und ich kriege seit 30 Jahren alle Nachrichten des Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften. In 30 Jahren kein einziges Blatt habe ich bekommen, wo eine bildungstheoretische Modellierung von naturwissenschaftlichem Unterricht vorgekommen wäre. Null. Es ist nicht da. Aber unser Team hat für Herrn Köller Testfragen ausgearbeitet, die er jetzt einsetzt, um Physikstudenten vor und nach dem Studium zu testen. Da sind solche Items, die bildungstheoretisch ausgewiesen, Unterbrechungen und Reflexionsformen testen können, drin. Und natürlich kann man die Testaufgaben für Mathematik, für Physik, für Naturwissenschaften viel anspruchsvoller machen. Das wäre eine Aufgabe der nächsten Jahre, die didaktischen Aufgaben prüffähig und die Testaufgaben anschlussfähig an didaktische Aufgaben zu machen. Und es ist ein Wunder für mich fast, dass der deutsch-amerikanische Psychologe und Bildungsforscher Kai Cortina beim Berliner Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft in einem nicht beachteten Referat die empirische Bildungsforschung aufgefordert hat, sich von ihren psychologischen Literacy-Modellen zu verabschieden und zwei Dinge zu korrigieren. Erstens, die Aussage zu wagen, diese Modelle haben keinen prognostischen Wert
für die Wirksamkeit von Kompetenzen über die Lebensspanne, die mit ihnen gemessen werden. Und zweitens, die Items zu verändern. Und zwar so zu verändern, dass bildungstheoretische anspruchsvolle Items in die Tests Einzug halten. Und ich würde dann sagen, dass in der Wechselwirkung von Bildungs- und Unterrichtsforschung die edukative Kausalität berücksichtigt wird, die das Erreichen höherer Levels unterstützen kann. Wichtig dabei ist, keine der Aufgabentypen kann aus den anderen abgeleitet werden. Es sind drei solitäre Aufgabentypen. Der dritte sind Prüfaufgaben. Also Prüfaufgaben sind Examensaufgaben, Abituraufgaben, Klassenarbeitsaufgaben. Das ist mehr als ein Test. Bei einem Test darf der Schüler nicht nachdenken. Bei einer didaktischen Aufgabe soll er Neues lernen. Bei einer Prüfaufgabe soll er jenseits der Erziehung zeigen, was er selbst kann. Also durch didaktische Aufgabe, Testaufgabe und Prüfaufgabe ist auch sind diese drei Kausalitäten wirksam. In Prüfaufgaben sind alle drei wirksam. In Testaufgaben sind zwei wirksam. In didaktischen Aufgaben muss die Edukative wirksam sein. Von daher komme ich nun zum Schluss. Habe ich die Zeit halbwegs eingehalten? Ja. Nein, kein Problem. Wie viel habe ich noch? Ach, Sie haben jetzt noch 5 Minuten. Ja, gut, wunderbar. Wunderbar, ja. Ja, es käme also jetzt darauf an, für jeden Unterricht, auf jeder Stufe, also vom Kindergarten über die Grundschule, die Sekundarstufe 1 bis in die Sekundarstufe 2 und die Eingangsstufe des Studiums, eine Pluralisierung von Wissensformen vorzunehmen, so dass die Anspruchsniveaus, die man zum Beispiel erreicht, bildungstheoretisch ausgewiesen sind, die edukativen Impulse auf bildungstheoretisch ausgewiesene Aufgabenstellungen abgestellt werden und die Tests auch. Ich nehme ein Beispiel, weil ich heute Morgen mit Frau Pieper Kontakt hatte, die im Bereich der Vorschulerziehung bei uns promoviert hat. Und die muss jetzt demnächst irgendwo vorsingen, einen Vortrag halten über, sie hat das Thema die Bedeutung des Spiels gewählt und ich habe ihr gesagt, dann machen Sie es aber so, dass Sie nicht eine spielende Kindergartenpädagogik reproduzieren. Und jetzt will sie also einen Vortrag halten, in dem sie zeigt, dass man im Kindergarten, wenn man ein Spiel mit den Kindern macht, dieses Spiel durch Unterricht ergänzen kann, indem man erzählt, narrativer Unterricht, in welchem Kontext das Spiel entstanden ist, in welchen Situationen es gespielt wurde, welche Erfahrungen Kinder daran gemacht haben. Das wäre mal eine unterrichtliche Ergänzung. Es gibt dieses Lied, von irgendeinem Lied, Maikäfer flieg, und dann geht es weiter, dass der Vater ist im Krieg, die Mutter ist im Pommerland ist abgebrannt. Ja, das Lied kann ich mit Kindern einüben, aber ich kann auch erzählen, in welchem Kontext das Lied entstanden ist. Welche Kommunikation über Krieg dabei eine Rolle gespielt hat. Sie merken, jetzt entstehen Items, die das Spiel berühren, aber unterrichtlich erweitern, mit neuen edukativen Impulsen, mit neuen bildenden Wechselwirkungen. Die setzen auch Möglichkeiten, von Kindern miteinander zu kommunizieren, frei, weil das Spiel ist jetzt ein anderes. Es ist jetzt auch ein historisches Spiel. Es ist jetzt ein auch gesellschaftliches Spiel. Jetzt ist Erfahrung erweitert. Auch das Spiel wird durch Erziehung erweitert. Ja, und von daher
Er stellt sich als sein Hauptproblem die Frage, gibt es diese dritte Kausalität, die methodisch ausgewiesen ist, die an Wissensformen geknüpft ist, an teleologische, wo die Ordnung des Wissens der Zweck ist, ein vorgegebener Zweckzusammenhang, aus dem heraus ich das etwas Einzelnes erkläre. Die Amsel singt, weil sie für die Paarung jemanden sucht. Das weiß sie zwar nicht, aber das ist der Zweck des Singens. Sie singt nicht für uns. Also die teleologische Wissensform, dann die scientifische Wissensform, dann die mathematisch rechnende Wissensform, dann die phänomenologische, die mich jetzt nicht grundlagentheoretisch primär interessiert, sondern die diese mathematische Reduktion sichtbar macht und die zeigt, was alles auf den Hund kommt, aber miterfahren werden muss, dann, wenn ich die Differenz von Lebenswelt und verwissenschaftlichter Welt durch die verwissenschaftliche hindurch noch wahrnehmen will. Die ideologiekritische, die voraussetzungskritische und die pragmatische. Wie gehe ich mit diesen Wissensformen pragmatisch um, wenn es keine Gesamtordnung gibt, in die ich es nur hineinstellen müsste? Ja, das ist die dann weitergehende Frage und die können wir ein bisschen an Litz Text vielleicht besprechen. Man muss sie haben, um sie in dem Text zu erkennen. Und man sollte sie plural haben, so wie Frau Lumilla das macht, damit man nicht nur die scientifische in dem Text erkennt. Denn da littert nur die Trias Subjekt-Objekt-Methode auf die rechnende Naturwissenschaft bezogen und hat damit die umgängliche der Geisteswissenschaften legitimiert. Aber das geht so nicht. Und doch ist die Trias vielleicht interessant. So, das war's. So. Ja, herzlichen Dank, Herr Benner, für diesen engagierten Vortrag.